Dort hin, sodass ich dann, wenn ich hier vom Knopf wieder runtergehe oder die Zielposition erreiche, einfach einsteigen kann und fahren kann. Der Vorteil ist ganz klar, ich muss mich nicht in eine Tasche so einzwängen, gerade im Regen, das ist sehr unangenehm, zwischen lassen Autos in den Stellen zu gehen. Und natürlich auch, ich kann eine deutlich längere Fahrt zeigen. Wir haben im Augenblick einen Minimalabstand gewählt, weil wir auch bei der Zulassung noch das Fahrwerk erkennen können, sodass wir dann recht aussteigen. Das ist ein bisschen schön. Dankeschön. So, wir steigen dann raus. Analog wie vorher ist der Alleinfelder die Sicherheit geschaffen, sodass er jederzeit abbrechen kann, er bleibt im Stand drauf. Das Fahrzeug fahrt jetzt noch aus. Was sich selber seinen Weg bekommt, kann sein, dass er dort schon mal nachdenkt. Es gibt schon, er fährt auch relativ knapp an Fahrzeug vorbei. Hinter der ganzen Geschichte. Hier geht er nochmal vor. Ja, natürlich. Also er hat einen Dorn aufgerufen, das ist nur, wenn er dort ein bisschen kommt, dann ist er sofort ein sichtbar vorne Grill integriert, sodass man das benutzt. Das ist dann letztlich ganz die Umfelderkennung. Fusion, die unterschiedlichen Fusionen, die Professor Piech vorgestellt hat, die Bahnplanung, der Entscheider, also alles, was mit dem pilotierten Fahren zu tun hat. Weiter integrieren wir dort auch Fahrerassistenzfunktionen, weil dort einfach Synergien da sind. Andere Funktionen brauchen auch eine Umfelderkennung. Motor, Infotainment, das ist getrennt natürlich. Hier, dass wir durch dieses Umweltbild auch Objekte erkennen können, wie es der Mensch im Prinzip auch macht, indem ich in einem bewegten Bild feststelle, wo es entsteht, das Objekt drin. Dass wir damit dann auch Hindernisse rund ums Fahrzeug erkennen können. Und dann infrarot vor. Ja, also wir sind hier im sichtbaren Bereich, wobei es auch Varianten gibt im Infrarotbereich. Wir versuchen hier im Farbbereich zu bleiben. Wird nicht müde. Genau. Wird nicht müde und auch in komplexen Situationen verliert es der Überblick. Also sehr interessanter Weg auch in die Zukunft, wo man einfach sagt, das Fahrzeug meine wird sicherer. Meine Erwartung, dass pilotiertes das Fahren zwangsläufig in kritischen Situationen Menschen begegnen, als mehr kann. Ja. Ja, das wird so sein. Es wird mehr können. Und es wird die Bereiche geben, wo man sagt, man wird nur pilotiert fahren, weil damit eigentlich gänsefüßig der Störfaktor Mensch weg ist. Das Komplexeste ist eigentlich heute noch der Fußgänger, den man nicht einschätzen kann.